Hallo meine Freunde, in dem heutigen Video möchte ich ganz gerne meine Herbst-Capsule-Wardrobe mit euch teilen. Und auch heute möchte ich ganz gerne so ein bisschen nach Kategorien vorgehen und euch einfach zeigen, was ich so zum Beispiel in der Kategorie Jeans habe oder in der Kategorie Longsleeves, Pullis, Jacken, Mäntel sind ja auch häufig ein großes Thema im Herbst und wie ich diese Teile am liebsten style. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn ein Teil des heutigen Videos ist eine bezahlte Zusammenarbeit mit Armed Angels. Und im Rahmen der Detox Denim Kampagne darf ich euch heute eine Jeans vorstellen, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Und auch diesmal gibt es wieder einen Rabattcode, den ich euch ganz gerne jetzt vorab einmal nennen möchte. Falls ihr Interesse habt, dann später nochmal nachzuschauen und auch mal das ein oder andere Teil nachzukaufen. Der Code ist dasweißere-15 und er gilt bis zum 23.10. Da bekommt ihr einfach 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, außer reine Sales-Warenkörper. Aber da findet ihr auch alle Infos, die ihr braucht, auch unten in der Infobox. Aber lasst mich einmal ganz kurz vorstellen, was sie aktuell so Schönes haben. Angels verwendet ja keine schädlichen Chemikalien im Produktionsprozess und das kann man spüren und auch riechen. Und auch speziell bei der Detox Denim wird das sehr deutlich, denn der Name sagt es schon, alle Schritte bei der Herstellung einer Jeans werden entgiftet. Zum Beispiel wird unter anderem Biobaumwolle verwendet und die Jeans wird auch ohne Chlor gebleicht. Und die aktuelle Kampagne heißt ja The Perfect Pair. Und der Gedanke dahinter ist, wie wäre es, wenn wir unsere Kleidung wie Freundschaften behandeln würden? Das hat mit mir sofort resoniert, weshalb ich euch in diesem Video meine Herbstcapsule Wardrobe vorstelle und auch meine besten Paare, also die Kombinationen zeige, die mir das Gefühl von, damit kann ich selbst sein, von zu Hause, von Aufregung und Gelassenheit. Also von all den Gefühlen, die man so hat, wenn man Mode trägt, die einen glücklich macht. Das perfekte Paar Denim für mich, so ein All-Time-Ding, was einfach immer geht, ist für mich eine eng anliegende Jeans, die aber stellenweise noch ein kleines bisschen Platz lässt. Und ich finde einfach, dass diese Art von Schnitt meiner Figur am besten passt und dass das einfach ein sehr universeller Schnitt ist, mit dem ich sehr weit komme in meiner Garderobe. Hier habe ich den Style Leia in der Größe 29, in der Länge 30 und das ist normalerweise auch meine normale Größe. Jetzt aktuell passt es mir an allen Stellen, finde ich perfekt und gerade dieses, was ich gesagt habe, stellenweise so ein Hauch Platz, so gerade um die Knöchel herum hat man so ein bisschen Spiel, aber eigentlich ist es eine eng anliegende Jeans. Sie passt mir überall, außer aktuell natürlich am Bauch, da ich ja schwanger bin und sie aktuell nicht zukriege. Aber das ist ja meine normale Größe und deswegen freue ich mich schon darauf, sie dann nach der Schwangerschaft endlich richtig tragen zu können. Und die Farbe Breezy Black ist einfach ein schöner, entspannter Schwarzton, der in der Garderobe einfach eine Option sein sollte. Wie ihr hier seht, habe ich ja erstmal nur so blaue Optionen aktuell und ich vermisse eine schwarze, dunkle Jeans-Variante. Jetzt schon in meiner Garderobe. Aber da werde ich einfach später dann nach der Schwangerschaft wieder meine ganzen alten Jeanspaare wieder tragen können. Und einige wenige Tipps kann ich euch noch auf den Weg geben, wenn man denn einen Jeans-Schnitt gefunden hat, der einem so perfekt passt, also das perfekte Paar für sich gefunden hat, dann möchte man natürlich, dass das Paar lange erhalten bleibt und dass man viele Jahre was davon hat. Und entsprechend sollte man auch gut pflegen und auch richtig waschen. Und deshalb auch ich habe das glaube ich schon seit Jahren gesagt, aber auch Armed Angels empfehlen, dass man seine Jeans seltener wäscht, deutlich seltener wäscht. Es ist nämlich nicht notwendig, seine Jeans einmal pro Woche oder nach dreimal tragen zu waschen. So ein fester Denimstoff, der kann einiges ab und das ist auch ganz gut, wenn man so ein bisschen sieht, dass die Jeans auch ganz gut getragen wurde. Sie fühlt sich auch gemütlicher an und das ist einfach ein Teil vom Styling. Und was wir auch empfehlen, ist Feinwaschmittel zu verwenden für die Jeans beziehungsweise ein Waschmittel, das für Farbe ausgelegt ist. Also kein Vollwaschmittel, wo normalerweise Bleiche so ein bisschen mit dabei gemischt ist, sondern einfach für Farbe, denn so erhält man die Farbe ziemlich lange. Und man verwendet einfach ein etwas sanfteres Waschmittel, was die Jeans nicht so stark abnutzt in der Waschtrommel. Dann habe ich auch hier eine Weste, Style Isla, in Größe S und der Farbe Undyed. Und ich glaube, das wird mein neuer Herbstfavorit und das Teil kann ich tatsächlich auch jetzt schon tragen, was mich wirklich richtig glücklich macht. Denn das ist für mich so ein typisches Herbst-Basic, was einfach in jede Herbst-Winter-Garderobe reingehört. So ein Layering-Piece, was einfach richtig cool ist und was einem so ein bisschen den Alltag erleichtert, wenn man mittags wieder so ein bisschen höhere Temperaturen hat, einfach schnell ausziehen oder morgens, abends, wenn man so ein bisschen kältere Temperaturen hat.
hat, kann man damit ganz gut layern. Ich habe ja schon gesagt, dass das eines meiner Lieblingsteile wird in der Herbst-Capsule Wardrobe, denn ich habe jetzt schon einige coole Kombinationen gefunden. Unter anderem jetzt diese Hell-Dunkel-Kombination, die mich total anspricht, weil sie so einen mühelos schicken Look hat. Kombiniert habe ich dieses Teil zu einem dunkelblauen Turtleneck. Das ist ja mein Tencel-Turtleneck, was ich ganz gerne verwende in meiner Basisgarderobe in allen möglichen Saisons. Und dazu dann auch meine dunkle Jeans. Ich finde, dieser Hell-Dunkel-Kontrast, der funktioniert hier ganz besonders, vor allem wenn man dann auch nochmal so einen schönen hellen Wollmantel drüber anzieht und dann auch nochmal schön so die Farbe wieder aufgreift und auch in der Mütze nochmal auftauchen lässt. Ich finde, dass man dadurch einfach nochmal zeigt, wie viel Intention reingegangen ist in die eigene Garderobe, aber auch in das Outfit, und eigentlich war das sehr, sehr einfach gestylt. Was ich an diesem Outfit auch sehr mag, ist so ein bisschen dieser geschichtete Look, dass man einerseits sieht, wie der Kragen so ein bisschen hervorguckt, weil man den so ein bisschen drüber gelegt hat über den Mantel. Da hat man unterschiedliche Texturen, einmal die fluffige Wolle, dann einmal diesen groben Strick, der sehr, sehr deutlich gesehen werden kann. Dazu dann ganz simple schwarze Schnürschuhe, die einfach so ein Allrounder sind, die man immer ganz gut im Herbst anziehen kann, und eine schwarze Handtasche und fertig. Also irgendwie hat dieses Outfit ziemlich viele Casual-Elemente, aber weil man mit Farbe so bewusst umgegangen ist, hat das was sehr mühelos Schickes, finde ich. Ich zeige euch nachher definitiv auch noch ein paar andere Styling-Kombinationen für diese Weste, weil sie mich schon jetzt sehr inspiriert. Aber vergesst doch nicht den Code dasweißeRe_15 für 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Alle Infos und auch die Verlinkungen zu den Teilen, auch die Größe und den Namen und so weiter, findet ihr auch unten in der Infobox. Und ich danke nochmal ganz herzlich Armed Angels für die schöne Zusammenarbeit und auch an meine Zuschauer für die schöne Unterstützung. Dann dachte ich, zeige ich euch jetzt die weiteren Jeans-Varianten, die ich so habe, auch wenn ich jetzt die Armed Angel Jeans aktuell noch nicht tragen kann, sondern erst im Frühling. Habe ich hier einige Optionen, die mir jetzt noch zur Verfügung stehen. Ich habe das Gefühl, man kommt in der Schwangerschaft ohne eine typische Schwangerschaftsjeans nicht aus. Früher oder später ist der Bauch einfach so groß, dass man unbedingt eine passende und gut sitzende Schwangerschaftsjeans braucht. Diese Jeans beispielsweise, die ist, ich glaube, die ist von C&A. Die habe ich auf Vinted gebraucht gekauft. Diese hier im Speziellen ist ein bisschen Country-mäßiger, die hat ein bisschen mehr Weite um die Knöchel herum. Ich habe sie auch ganz hoch hochgeschlagen. Für mich ist es einfach so ein bisschen dieser derbe Look, der einfach eine schöne Bereicherung ist zu den anderen Teilen, die ich so habe. Das perfekte Paar für mich in dem Fall ist es, meine beigen, schlanken Stiefelchen dazu anzuziehen, diese Ankle Boots, und ganz bewusst die Hose vorne so ein bisschen reinzustecken, um einfach diesen Cropped-Charakter und einfach diesen etwas, ja, Oversized-Charakter ist vielleicht das falsche Wort, aber das einfach nochmal so ein bisschen aufzugreifen, denn die Längen, die funktionieren für mich nicht so ganz, also viele Jeans sind mir einfach zu lang. Und hier fand ich eine Lösung, die für mich einfach charakterstark und gleichzeitig aber auch funktional für meine Figur war. Dazu habe ich mein Tencel-Rolli wieder kombiniert, weil ich ganz gerne so ein bisschen layern wollte, und ich habe ja jetzt seit kurzem so ein kleines Top aus Kaschmir, was ich einfach als Layering-Piece unfassbar interessant finde und ganz gerne so ein bisschen ausprobieren wollte, was kann man damit denn noch so machen. Und ich empfinde immer, wenn man obenrum so ein bisschen schlanker angezogen ist, dass man auch locker untenrum in den Hosen dann so ein bisschen mehr derbe Elemente auftauchen lassen kann, so ein bisschen mehr Weite machen kann. Und deswegen fand ich hier diese Kombination recht passend. Und auch hier, ich finde gerade im Herbst, Winter, da spielen ja Mäntel eine große Rolle. Habe ich meinen Trenchcoat wieder rausgeholt und meinen Beanie rausgeholt, und ich finde einfach, diese Kombination hat irgendwie etwas klassisch, auch hier wieder so ein Hauch Schickes, weil man mit so einem Trenchcoat immer so angezogen aussieht, aber gleichzeitig durch die derben Elemente der Jeans hat man so ein bisschen runtergestylt und hat so ein bisschen mehr Lockerheit drin. Dann kommen wir auch schon zu der Kategorie Shirts, Tops, Westen, also so Layering Pieces, die so ein bisschen kleiner und kürzer sind. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass die Weste von Armed Angels mein neuer Favorit geworden ist. Und ich dachte, ich greife dieses Thema nochmal ganz kurz auf und zeige euch eine weitere Styling-Variante, die ich richtig, richtig klasse finde. Wir spielen hier auch wieder so ein bisschen mit diesem Hell-Dunkel-Thema. Ein bisschen anders interpretiert
finde ich, und ist einfach interessant. Anstatt jetzt hier ein dunkles Teil drunter anzuziehen, finde ich, sieht das auch ziemlich klasse aus, wenn man ein Teil drunter zieht, das die gleiche Farbe hat. Also habe ich hier ein Strickshirt aus der letzten Saison von Aunt Angels dazu kombiniert. Die Farbe ist die exakt gleiche. Das ist nämlich auch der Vorteil, wenn man dann so bei einer Marke bleibt, dann kann man häufig sicher gehen, dass die Farbe Undyed beispielsweise hier in dem Fall einen extrem ähnlichen Ton hat, also praktisch dieselbe Farbe ist. Man kann hier sozusagen dann monochrom oben rum gehen. Dann habe ich dazu meine dunkle Skinny Jeans kombiniert und dazu dann meine cremefarbenen Sneakerschuhe. Ich finde, diese Kombination hat etwas ein bisschen Sportlicheres. Man ist so ein bisschen bouncy unterwegs und hat aber trotzdem so ein bisschen mehr Struktur dadurch, dass der Trenchcoat jetzt hier eine Rolle spielt. So ein Trenchcoat, finde ich, ist immer eine coole Variante, einem Outfit ein bisschen mehr Klasse zu geben und ein bisschen mehr Struktur und Form, denn die Silhouette verändert sich dadurch komplett. Das wäre dann so eine Kombination für die echten Herbsttage, die tatsächlich auch so ein bisschen kühler sind. Aber auch wenn es jetzt noch ein bisschen kühler werden sollte, finde ich, kann man sehr gut mit dem dunklen Thema so ein bisschen weitergehen und da ein weiteres dunkles Element hinzufügen. Ein Wollmantel in einer etwas dunkleren Navy-Farbe zum Beispiel, wie in meinem Fall. Was ich hier klasse finde, das ist so ein bisschen so eine Love-Hate-Relationship bei mir, ist, dass der Mantel keinen Kragen hat. Und das hat ab und zu mal den Vorteil, dass man so einen riesen Schal ganz gut umbinden kann oder so wie hier beispielsweise auch, dass man den Kragen von der Weste richtig gut zur Geltung bringt und dass der einfach sehr sichtbar ist. Hier hat man so ein bisschen so ein offenes Styling und auch der Hals ist so ein bisschen frei und offen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wofür man gerade seine Jacken oder seine Outfits plant. Denn manchmal hat man ja so Tage, wo man sich einfach nur ins Auto setzt, irgendwo hinfährt und dann wieder drinnen irgendwo weitermacht, sodass man jetzt nicht einen langen draußen Aufenthalt hat, wo man dringend Mütze und Schal und so weiter braucht. Des Weiteren in der Kategorie Shirts habe ich auch mein Strickshirt von Everlane in die aktuelle Garderobe reingenommen, denn aktuell passt es mir noch sehr gut und ich empfinde diesen Stoff, diesen Strick als ultra angenehm. Es ist einfach ein Figurschmeichler in allen Lebenslagen, das habe ich das Gefühl, und es passt einfach. Ich fand es sehr schön, dazu eine etwas hellere Jeans zu kombinieren. Hier in diesem Fall eine Jeggings. Ihr könnt ja gucken, was ihr gerade so in eurer Garderobe habt, was euch so zusagt. Und dazu dann einfach mit dem Strickthema mitzugehen und eine Strickjacke zu kombinieren. Das ist so eine hellblaue Jacke. Wir sind hier in einer eher sanfteren und helleren Farbregion unterwegs. Auch gar nicht so viele Kontraste wie zuvor. Und ich finde auch immer, wenn man Strick mit Strick kombiniert, hat es auch etwas sehr Bewusstes. Und hier bietet es einem einfach auch einen sehr schönen, wärmenden Komfort, der einfach kuschelig ist, finde ich. Dann in der Kategorie Blusen habe ich 6 zur Auswahl. Ich habe so ein bisschen was Normales, Casual und auch so ein bisschen Occasion Wear, also etwas für besondere Anlässe und auch im Herbst, gerade so Richtung Winter, hat man ja hin und wieder ein paar besondere Anlässe, wo man einfach gerne so ein bisschen schöner und schicker angezogen sein möchte. Und ich dachte, ich zeige euch aber jetzt eines meiner Lieblingskombinationen, und das ist für mich wieder hier ganz im Thema The Perfect Pair, wie ich diese hellgrüne oder ich sag mal mittelgrüne Bluse für den Herbst style. Sie hat nämlich eine ganz schöne Stärke, sie ist ein bisschen stretchy, ist ein bisschen dicker, weshalb sie genau die richtige Menge an Wärme liefert, die man im Herbst ja auch ganz gerne hat. Und hier habe ich einen Look gestylt, der, finde ich, für die mittleren Herbsttage ganz gut geeignet ist, wenn es noch nicht so eisig ist, wenn man noch nicht so dringend einen Schal braucht oder so, wo man einfach so ein bisschen lockerer unterwegs sein kann. Und ich fand einfach die Kombination zu einer längeren Jeansjacke klasse. Ich fand dieses Stoffliche, die Längen, die Materialien, die sich hier so sehr ähneln vom Stoff her eben, total toll kombiniert. Und ich finde, sie geben so eine schöne, erstens Farbpalette, weil wir hier uns in so einem mittleren Farbbereich bewegen. Wir haben so ein paar Nuancen drin, die sich unterscheiden, aber es ist alles nicht so kontrastreich gehalten. Ist auch sehr entspannt irgendwie von der Farbpalette her. Dazu die Baskenmütze, einfach nur so als Topper. So eine Baskenmütze an sich empfinde ich im Herbst immer als so ein
so ein Ding, dass das, es darf dafür nicht zu kalt sein. Man muss einfach gucken, dass es vielleicht so 15 Grad sind, vielleicht 14 Grad, so ein bisschen je nach eigenem Wärmeempfinden. Denn die Ohren bleiben offen, die bleiben frei und nur hier oben am Kopf hat man dann die Wärme, weshalb sie bei mir immer nur dann zum Einsatz kommt, wenn es wirklich noch nicht so ganz kalt ist. Und dann habe ich auch jetzt schon im Herbst ein paar fluffige Pullover und ein paar etwas gröbere Strickvarianten da. Neu in meine Garderobe eingezogen seit wenigen Wochen ist ja dieser Kaschmir-Pullover von Lily Silk. Der ist in der Größe M mir jetzt noch ein bisschen zu groß, weshalb ich hier die Ärmel ganz gut hochkremple. Ich finde, jetzt so in dieser Variante steht mir das immer noch ganz gut. Das hat so was sehr, sehr Gemütliches und je mehr meine Schwangerschaft voranschreitet, desto besser wird er dann mir eben diesen Platz bieten. Und später hoffe ich einfach, dass er einen sehr guten Oversized-Look hat, dass ich das Teil einfach in die Hose vorne so ein bisschen reinstecken kann. Denn der Fall ist eher locker, das ist kein grober Strick, der ist so ein bisschen lockerer und ein bisschen feiner. Und ich glaube, das wird ganz gut funktionieren. Ich habe jetzt dieses Teil auch wieder zu meinem dunklen Mantel kombiniert und ich finde es immer so interessant, wenn die Kapuze dann noch zu sehen ist, weil Kapuzen sind nun mal solche Sachen, die muss man aus der Jacke oder aus dem Mantel rausholen und sie dann draußen tragen. Und dann fragt man sich immer, was für einen Schal kombiniere ich dazu, wie sieht das überhaupt aus? Aber in dieser etwas dünneren Variante, ich nenne das jetzt mal dünner, denn es gibt ja auch so einen sehr groben Strick, der ziemlich einen Stand hat, finde ich, funktioniert das ganz gut, dazu auch einen etwas dünneren Wollschal zu kombinieren, der einfach von der Farbe her auch ganz gut mitgeht. Natürlich darf der sehr grobe Strick, also dieser fette Pullover nicht fehlen. Das Teil habe ich letztes Jahr euch auch schon mal gezeigt, auch im Rahmen eines mühelos schicken Videos, so in diesem Thema. Ich habe das Teil tatsächlich jetzt schon rausgeholt, obwohl ich mir gedacht habe, das ist ja mehr was für den Winter. Aber ich empfinde den Herbst oft als etwas kühler in der Wohnung oder im Haus, wenn die Heizung noch nicht ganz an ist. Und wir hatten jetzt schon so ein paar sehr eisige Abende gehabt, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich brauche mehr. Ich muss einfach mehr anziehen. Und dieses Teil ist jetzt schon total toll. Es passt mir immer noch wunderbar. Es hat eine sehr schöne Länge. Es ist ja immer sehr cool, wenn man so gerade so grobe Sachen in etwas länger hat, dann hat man nicht so diesen kastigen Look. Hier der Rollkragen ist einfach voll kuschelig und typischerweise trage ich so ein Teil zu Hause. Das ist jetzt so der aktuelle Stand meiner Herbst Capsule Wardrobe. Nochmals ein großes Dankeschön an Armed Angels für die schöne Zusammenarbeit und an meine Zuschauer auch für die schöne Unterstützung. Wie gesagt, ihr findet den Code, das weiße Reh-15, für 15% Rabatt auch unten in der Infobox. Da findet ihr auch alle Verlinkungen zu allen Teilen, die ich finden kann. Definitiv aber auch zu den Armed Angels Teilen, dass ihr da nochmal nachgucken könnt. Hier an dieser Stelle könnt ihr euch auch in mein Newsletter eintragen. Da bekommt ihr einmal die Woche eine E-Mail zu meiner aktuellen Auswahl, die jetzt in dem Handel so zu finden ist. Einfach da so ein paar Tipps für eure eigene Garderobe. Und hier an dieser Stelle könnt ihr mein letztes Video sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!